Am 24. September ist Bundestagswahl. Tom aus Weimar ist 18 und darf zum ersten Mal wählen. Wie geht das eigentlich? Tom hat 2 Stimmen. Mit seiner ersten Stimme wählt er den Kandidaten aus seinem Wahlkreis. Die Person, die im Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, zieht in den Bundestag in Berlin ein. So werden Kandidaten aus allen 299 Wahlkreisen in Deutschland direkt bestimmt. Im Bundestag sitzen aber doppelt so viele Abgeordnete. Woher kommen die anderen Abgeordneten? Dafür ist die Zweitstimme ausschlaggebend. Tom entscheidet sich mit seiner Zweitstimme für eine Partei. Wenn zum Beispiel seine Partei 20% der Zweitstimmen erhält, stehen ihr 20% der Sitze im Bundestag zu. Zusammen mit den Erststimmen ergibt sich so die Zusammensetzung des Parlaments. Jetzt weiß Tom, wie es geht. Und du doch auch, oder?